Battlefield Bad Company 2 wurde gleichzeitig für Konsole und PC entwickelt. Wie bei den meisten Multiplattform-Titeln sieht man im neuesten Ego-Shooter von DICE den Konsoleneinfluss zwar an, dennoch haben sich die Entwickler bemüht, das mehr an Leistung des PCs zumindest teilweise optisch umzusetzen. In dieser Einleitungssequenz, die in der Spielgrafik abläuft, fallen in der Konsolenversion die deutlich gröberen Schattenränder sowie das insgesamt unruhigere Bild auf. Da die Xbox 360 keine Kantenglättung beherrscht, zieht sich dieser Effekt durch das ganze Spiel. Bei dieser Stromleitung weist in der PC-Fassung allerdings nur der Schatten weichere Ränder auf. Die Leitung selbst bleibt optisch unverändert, da die Kantenglättung nur Polygonkanten und nicht den gesamten Bildschirm betrifft. Die Qualität der netten, wenn auch leicht unscharfen Texturen unterscheidet sich in beiden Versionen nicht. Auch dieser Feuereffekt ist auf Konsole und PC gleich. Beim Texturverlauf hingegen bestehen dank dem anisotropischen Filter deutliche Unterschiede zugunsten des PCs. In Bewegung fällt die unterschiedliche Filterung der Texturen allerdings kaum auf, wohingegen sich erneut die fehlende Kantenglättung anhand von wabernden Linien bemerkbar macht. Unter DirectX 10 profitiert der PC darüber hinaus von verbesserter Lichtberechnung. Bei Dunkelheit besteht zwischen beiden Plattformen hinsichtlich der Lichteffekte kein sichtbarer Unterschied. Die Schatten auf dem PC sind jedoch an den Rändern erneut deutlich feiner. Wasser stellen beide Systeme in gleicher Qualität dar, ebenso auftreffende Kugeln. Die detailliert gestaltete Umgebungsgrafik kann zwar überzeugen, die Regeneffekte wirken allerdings auf beiden Systemen doch eher schwach. Die Kanten der Blätter werden wie die Stromleitung zu Beginn nicht weichgerechnet und sorgen daher auf dem PC ebenfalls für ein unruhiges Bild. Die Explosions- und Raucheffekte sind dagegen sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole hervorragend gelungen.